Herzlich willkommen zur neuen Kampagne von Morassi, weil die Kaleda-Kampagne, die kann ich leider nicht mehr wiederherstellen. Die ist mit dem Update nicht mehr funktionstüchtig, also sie funktioniert nicht mehr, die Kaleda-Kampagne. Hätte ich gerne weitergespielt, aber nun gut. Jetzt spielen wir Morassi und falls die Kaleda-Kampagne doch nochmal irgendwann später funktionieren wieder sollte, dann holen wir das nach. Auf jeden Fall. Also, ich hätte gerne Kaleda weitergespielt, aber es ja, funktioniert halt leider nicht mehr. Und heute starten wir mal mit Morassi, wie gesagt. Und es hat jetzt eben ein bisschen länger gedauert, weil ich bekam den Multichat bei mir nicht hinzusehen, aber jetzt funktioniert er durch einige Umwege. Aber immerhin. Ich wollte eigentlich noch mal irgendwie was einblenden lassen. Ah ja, genau. Ich wollte meinen Trailer einblenden lassen, zumindest einen Text. Aber irgendwie. Ach doch, da. Das mache ich jetzt noch mal schnell. Trailer. End times. Oh, Nagash mit großen A, Nagash. Trailer End Times, Nagash, Law, auf YouTube, Space Source, TV. Ja, genau. Hast du den Check gelesen? Ja, du bist immer noch nicht fit. Das habe ich gelesen. So, jetzt bin ich ganz im Game. Jetzt rühre ich noch mal ein bisschen um und dann geht's auch los. Ja, Michael, was hast du denn? Hast du etwa den Coronavirus? I am Tyrion, heir of Anarion. Heed me or perish. Die? Was die? Oh, wir haben minus 25% Baukosten für Zaubereigebäude. Kosten der Heldenrekrutierung minus 50%, ergibt Sinn. Chaos Korruption plus 1. Unterhalt minus 50% für Helden. Oh, wir haben Boni auf die Loyalität. Und wir haben sogar eine Hydra, Hexenkriegerinnen und Schwarzreiter. Damit würde ich sagen, let's go. Wieso schreibt das Fragezeichen? Also ich habe den Check gelesen und ich habe dann vorgelesen, ich bin immer noch nicht total fit. Oh Mann, das habe ich gelesen. Und dann hast du den Check gelesen, habe ich gesagt, ja. Und dann schreibst du D. Und dann schreibst du Fragezeichen. Und dann habe ich, und vorher habe ich noch gefragt, ob dich der Coronavirus erwischt hat. Mehr konnte ich nicht. Du kommst mal auf Twitch, okay. Finstere Grüße, Hexenmeisterin. Alle Welt verschmäht euch, doch eure Macht ist unermesslich. Das Chaos treibt euch an und niemand kann sich eurer Stärke widersetzen. Euer Sohn schickte euch gen Süden, fern von eurer traditionellen Festung Grond, um die Loyalität jener zu sichern, die sich dem Hexenkönig widersetzen. Zerschmettert sie oder unterwerft sie. Handelt, wie es euch beliebt. Auch die Azur von Ultuan ziehen gegen euch und haben Streitkräfte an der Küste von Nagaroth landen lassen. Drängt sie zurück. Und falls ihr in bösartiger Laune seid, überfallt die Königreiche Ultuans und entfesselt euren Zorn. Im Süden, in Lustria, brüten die Echsenmenschen. Ihre verschmutzten Dschungel
sind für die Besiedlung ungeeignet. Doch die Bestien selbst geben erstklassige Beute her. Zu lange wurde den kleinlichen Kriegsherrn Nagaroth gestattet, sich eurem Willen zu widersetzen, dunkle Zauberin. Nun ist die Zeit gekommen, ihnen und der Welt jenseits eurer Ufer eure allgewaltige Macht in Erinnerung zu rufen. Ach ja, gut. Dankeschön für die Aufklärung, ehrenwerter Berater. Wir starten jetzt also mit Muassi. Das ist halt etwas tiefer und morgen früh zur neuen Arbeit. Auf den Sonntag. Na gut. Ist dann halt so, ne? Und dann wünsche ich dir bei deiner Arbeit viel Spaß und viel Erfolg. Ach, mit Zeldrator habe ich Krieg. Da ist eine Armee. Mother of the Druki. Ist aber sehr gut, dass wir wenigstens schon mal eine Hydra haben. Yes. Denied. Oh. Dann noch mit Garnison. Könnte eng werden. Mother of the Druki. With bitter ambition. Schauen wir mal, was wir alles bauen können. Ich habe schon. Mann, was war meine letzte Druki-Kampagne? Meine letzte Druki-Kampagne war, glaube ich, ach ja, Malus Darkblade. Allerdings auf der Vortex. Ja, die habe ich auch tatsächlich geschafft. I am the first sorceress. So, auch schon wieder ein bisschen her. Ab 8 Uhr Buffet bauen und kochen, aber Montag bis dann ist es frei. Oh. Oh, da geht's richtig los, okay. Ich muss mal kurz mein Chat hier kleiner machen, damit ich. Ich habe nämlich nur ab G gelesen. Und ab 1 geht es richtig los. Jetzt kann ich jetzt richtig lesen. Okay. Ja, Montag bis Donnerstag frei ist ja schon mal sehr gut. Also, da habe ich auch frei. Da habe ich auch immer noch Urlaub. Dann kannst du vom Montag bis Donnerstag kannst du dann durchmachen und zocken. Das wäre doch mal was. Und grüße Diablo erstmal. Herzlich willkommen Diablo und auch Grüße an Heinrich Gandalf. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Warum früh erstmal pushen mit Aspirin und Co. Boah. Speak. The mother. Aspirin habe ich mir früher auch oft reingezogen. Aber ich glaube, das soll gar nicht so gut sein. Hexoadel haben wir schon getroffen. Ach, da kommt Nelosi schon auf mich zu. Ich glaube, mit Dunkelelfen können wir gar keine Lagerstellung machen, ne? Nee, oh, so ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Madness fills the air. Grausam, Waffenmeister, nehmen wir mal den Meister. Wo ist... I am Morathi.
Gut, dann soll er mal herkommen. Ab und wann geht es um Montag? Ist ja schon Tag, ja. For the Witch King. Ja, weißt du, Michael, wenn du willst, können wir auch mal wieder eine Kampagne zocken. Können wir ja mal absprechen. New toys. Delightful. Und wenn du dann mal einen Tag nicht kannst, dann ist es nicht so schlimm. Wenn du jetzt nur ein oder zwei Tage kannst, in der Woche, dann ist es nicht so schlimm. Dann kann ich die restlichen Tage ja was anderes streamen. Oder meine eigene Kampagne. Das ist dann ja nicht so schlimm. Ja, jetzt haben die natürlich eine glorreiche Armee verloren. Ich glaube, jetzt kann ich das Hildrator schnell einnehmen. Machen wir bei ihr erstmal marschieren. Ich glaube, Morasia hatte ganz gute Skills. Machen wir genetische Assassinen. Die hat Bass für Schatten und schwarze Reiter. Aber ich glaube, die hat ja auch noch irgendwas für ihre Magierinnen. Oder? Ja, hier. Die erste Zauberin. Können wir machen, freue mich drauf, jo. I am power. I am revenge. Würde ich mich auch drauf freuen. Ich habe mich auch eigentlich gefreut, mit Kalida weiterzuspielen, auch wenn ich völlig am Versagen war. Aber naja. I grow impatient of these constant interruptions. Acht, neun, zehn Stunden, dann bin ich jetzt mal tot. Ja, wenn ich arbeite nur Teilzeit, ich könnte nicht mal länger als 4 Stunden arbeiten. Dann, wenn ich länger als 4 Stunden arbeite, dann wäre ich auch schon tot. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Außerdem will ich das gar nicht. Bewitching Fury. Marathi commands you. Das wäre ja die Hölle. Claim this place. So, hier ändern sich die Skins leider nicht. Es gab übrigens ein Update für die Skin Mod, die einiges behebt. Mother of the Druki. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. I am Morathi. Denn dass die Skins sich ändern, das ist natürlich ein großes Feature, das fehlt im eigentlichen Spiel von Total War Warhammer 2. Und ich kann euch nur bitten, macht damit. Macht damit. So wie der Heinrich Gandalf. Der macht da ja auch schon fleißig mit, falls er noch anwesend ist. Das Höllenchaos. Ein bisschen Chaos spiele ich ja auch.
I watch from the shadows. Destroy. Kommt ihr da hin in eine Runde? Ja. Was ist denn? Eigentlich Gandalf, ich habe gerade geschrieben, beziehungsweise gesagt, dass du auch die Mod nutzt für die Stadtskins, dass sie sich ändern. Mehr habe ich nicht gesagt. Genau. Seelenfäule, nehmen wir das mal. Ach ja, Morasi hat ja einen Mix aus Schattenmagie und Todesmagie. Stimmt ja. Was haben wir denn hier Schönes? Würfel der Dunkelelfen. Ach, das ist aber nett. Ja, finde ich auch. Dass es eine gute Mod ist. Oh, der Mondsplitter wurde eingenommen von Hochelfen. Neben 5000 Kriegsgefangene. Ich muss sagen, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass da auf einmal die Hochelfen auftauchen. Das ist natürlich mit einer vollen Armee. Hag Sorceress of Grond. I watch from the shadows. Waldelfen gegen Dunkelelfen. Das sind zwei sehr offensive Armeen, also. Das ist immer ein bisschen kritisch. Da musst du aufpassen. Bei beiden Armeen haben viele Plänkler. KI im Wahnsinnsmodus. Wo denn, meinst du jetzt hier in meiner Kampagne, Meister Micha, oder? Oder meinst du jetzt in deiner Kampagne? Morathi. How scheming. In meiner, ja. Hier sind sie schon wieder. Und ich krieg nicht genug Verstärkung. Haben die da nicht drin, ne? Nee, haben die da nicht. Oh, eine Rebellion kriege ich gleich. Mother of the Druki. Hag Sorceress. Naturally, my children fear the dark. Du machst zurzeit nicht viel, okay. Muss ja auch mal sein. Ach, mit dem bin ich sogar schon im Krieg. Oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Regimenter jetzt nicht aufgelöst. Aber dafür haben sie schon Verschleiß bekommen durch meine Chaos-Korruption. Tja, dann muss ich jetzt wohl angreifen, wa? Unlikely. Oh,
also viele brennende Bogenschützen. Aber wir sollten für meine Armbrustschützen kein Problem sein, denn sie hat dafür nur 3x Bogenschützen. Druki Queen. Ja, dann muss ich sie ja eigentlich angreifen. Ich habe mal vorher gesaved. Tun wir den Assassin dann noch mit rein. Und dann Angriff. Falling back. To the vengeful slaughter. Map kann nicht geladen werden. Ah, ich dachte schon. Sonst hätte ich jetzt gesagt, bitte versuchen Sie es das nächste Mal beim Jobcenter. Ach ja, wir haben aber wenigstens einen Hydra. Mal sehen, ob ich mit denen überhaupt noch umgehen kann. Ich habe lange nicht mit den Dunkelelfen gespielt. Warum ist die Map so little? Cool. Kommt wohl durch das neue Update. Was haben wir hier denn noch Schönes? Ein Hydra. Was hier selbst? Ein Meister und ein Assassin. Abwarten. Und let's go. Oh, der Gegner rührt sich nicht, aber ist auch logisch. Ich bin ja auch Angreifer. Der Support einer schwarzen Arche wäre jetzt gut. Wieder zurück. Aber ich habe ja leider keine schwarze Arche in der Nähe. Das übliche Spiel. Hochelfen gegen Dunkelelfen. Die schießen da knallhart einfach über den Hügel, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich glaube, das hätte bei Medieval 2 nicht funktioniert.
ruckelt das Play. Dann schaue ich gleich mal nach. So, kommt da mal raus. Nächste Ziele. Und wenn das so weitergeht, dann brauche ich nur meine Armbrustschützen einsetzen. Doch noch Bogenschützen. Grenzreiter. Das ist leider sehr, sehr flink. Was kann die? Peitsche der Agonie. Nein, lass ich nicht rankommen. Sehr gut. Der Meister hilft hier mal. Glückwunsch, Heinrich Gandalf. Die auch vergrault, sehr gut. Wir werden aber noch mal wiederkommen. Diese Verfolgungsjagden, ich hasse sowas. Das ist ja, als ob ich gegen Waldelfen kämpfe. Das ist hier schlimm. Das war klar, dass ihr euch sammelt. Dann früher gegen die ein. Endlich sie wangen. Kein Problem. Morathis Kult hat gewonnen. Oh. Die wurden gegrillt. Advance, Druki! Without question. Sehr gut.
Ja, die Dunkelelfen sind eine super Fraktion. Man muss auch ein bisschen mit ihnen umgehen können. Und ein Sieg für dich. Ja, hast du recht. Und Frage an meine Zuschauer, ruckelt es noch? Im Stream. Büschen, okay. I think not. Remember the clemency of Morathi. New toys. Delightful. Kill them. All of them. Mercy is. Was soll ich machen? Ich soll Gefangene nehmen, ne? Take these wretches. Ja, Gefangene soll ich nehmen. 5000. Hatred drives me. Know me and despair. You will march. Da bekommst du Verstärkung. A would-be traitor amongst us. Ja, ich warte jetzt noch mal ein bisschen, bevor ich den Stream neu starte. Vielleicht legt sich das gleich. Hag Sorceress of Grond. Was ich hoffe. Wenn nicht, muss ich eben den Stream mal neu starten. Ach, jetzt bekomme ich gleich eine Rebellion. Schade, dass man nicht vorher weiß, wo. Ach, wo bei Quintex. Anarian's Bride. Don't hold back. Da sind wohl einige von Slaanesh zu Korne übergelaufen. Tempt me not. Was natürlich ziemlich uncool ist. Ja, schön, dass die Runden so schnell vorübergehen. Und er zum Glück nicht angegriffen. First Sorceress. Revenge! Oh. Sehr gut. Chattel. I think not. Mehr Sklaven für die Druki. Genau das Richtige. So, wir können jetzt Kavallerie ausbilden. Gute Entscheidung, Heinrich Gandalf. Oh nee, was will die denn? Eisengrube. Wollen wir uns erstmal das Loch der Gesetzlosen. Guten Abend, Alduin. Scheinbar hast du meine Nachricht auf Discord irgendwie nicht bekommen. Deswegen hier nochmal. Ja, habe ich nicht bekommen. Oder ich habe sie bekommen und. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt du irgendwas über Spielstand Creation seit dem letzten Update? Das wäre wichtig fürs Together. Über Spielstand Creation. Ich habe es versucht zu beheben. Ich wollte Kalida weiter in den Untergang führen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Und ja, alte Spielstand. Also Spielstände vor dem Update können crashen, mehr weiß ich nicht.
I am Morathi. Ich habe es versucht zu beheben, indem ich den Data-Ordner gelöscht habe und die... Das leckt aber doch ganz schön bei mir hier. Und die Modify-Textdatei habe ich auch gelöscht. So, ich schaue mal nochmal, warum das so leckt jetzt. Doch, Heinrich Gandalf. Ist er. Bringt aber alles nichts, dachte ich mir. Nee, dafür gibt's noch keine Lösung, Alduin. Leider. Wie gesagt, ich hätte meine Morassi-Kampagne, die hätte ich auch gerne weitergespielt. Ich verstehe jetzt nicht, warum das leckt. Ich habe 4000 Bitrate. Ja, na, ich starte den Streamer neu, weil es leckt hier offensichtlich. Ja, ein bisschen. Ja, ich starte den Streamer kurz neu und bin dann gleich wieder da.